Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaulius probiert es aus, im Internet zu finden auf kauliusprobiertesaus.de mit Bindestrichen dazwischen. Und das, was ich heute hier ausprobiere, ist, glaube ich, so ziemlich das teuerste, was ich mir bisher als Gimmick gegönnt habe. Es ist nämlich eine Digitalkamera und zwar nicht irgendeine, sondern es ist die, wie es dann von Canon selber genannt wird, Einsteigerklasse in die Vollformatfotografie mit Spiegelreflex, nämlich die Canon EOS 6D für schlanke 1.999 €, zumindest mit dem Preis, wie man ihn dann bezahlen würde, wenn Canon es denn so wünschen würde. Und wenn man dann auf die Straße geht, beziehungsweise in den Laden, dann ist man so bei ja, 1.900, 1.800 inzwischen dabei. Und das, was man kriegt, ist erstmal ein Karton. Und dann natürlich die entsprechenden Sachen wie ein Ladegerät zum Beispiel, ein paar Kabel, damit man das dann auch an den Computer, Schrägstrich an den Fernseher anschließen kann. Das hier ist nämlich gerade das Ladegerät. Und natürlich dann der dazugehörige Akku. Und das ist der hier dann. Einer ist dabei. Der hält so, wenn man denn auf sowas wie WLAN und GPS und sowas verzichtet, ungefähr für 1000 Fotos durch. Aber dann muss man auch alles andere abgeschaltet haben. Aber hält lange. Also zumindest, wenn man nicht GPS anhat. Da kommen wir nachher zu. Das war das USB-Kabel. Und die Hauptsache, das ist natürlich das hier. Wunderschön, entsprechend schusssicher verpackt. Dann nochmal ein zweites kleines Verpackungsmaterialchen drumherum. Und dann schält sie sich heraus. Wunderschön in schwarz die Canon EOS 6D. Ja, sieht irgendwie aus wie eine normale Spiegelreflexkamera. Außer, dass sie eben ein paar mehr Knöpfe hat. Das unterscheidet sie zumindest optisch schon mal von einigen anderen. Größenmäßig, das werden wir uns gleich genauer angucken nochmal, ist da gar nicht so der Riesenunterschied zu den kleineren Modellen. Ein bisschen Handbuch ist auch dabei. Hier so eine Schnelleinleitung. Das ganz große Handbuch, so wie es bei den anderen EOS großteils der Fall war, das ist nicht mehr gedruckt dabei. Das hat auch über 400 Seiten. Das ist dann auf der CD bzw. DVD bzw. kann online runtergeladen werden. Es gibt noch eine eigene Anleitung für GPS und WLAN, weil zumindest außerhalb Deutschlands es auch EOS 6D-Varianten gibt ohne WLAN und GPS, weil das gegebenenfalls in den Ländern nicht so gern gesehen wird. Ja, da sehen wir noch die CDs mit der entsprechenden Software. Man merkt, ich bin ein wenig aufgeregt. So viel Geld, auch im Laden, das geht mir auch nicht so schnell normalerweise von der Kreditkarte. Das war schon irgendwie ein bisschen unangenehm, ungewöhnlich. Naja, aber es gibt ja sowas wie Fotoversicherung. Da kann man zumindest ein bisschen beruhigter dann damit durch die Welt gehen. Hier sehen wir jetzt mal den Vergleich. Rechts ist die 600D, das heißt also zwei Klassen darunter. Und man merkt, so viel größer oder kleiner sind die gar nicht. Also in der Breite, klar, da ist die 600D schon einen Tick kleiner. Und auch vom Gewicht her, das kann man so jetzt natürlich nicht zeigen, ist die 600D durchaus ein bisschen leichter. Aber es ist nicht der Riesenunterschied. Und das empfinde ich persönlich, der mit so einer Kamera jetzt nicht unbedingt überall rumprotzen muss, dann eigentlich sogar als angenehm. Klar, die größeren wirken wertiger und sind dann vielleicht auch etwas, womit man eher ja, Eindruck macht. Aber ja, mir gefällt es eher so, weil dann habe ich auch eher die Möglichkeit, nochmal die Kamera normal im Rucksack mitzunehmen. Und zwar auch dann, wenn ich dann im Endeffekt doch nicht fotografiere, sondern vielleicht nicht immer dabei, aber doch fast immer. Hier sehen wir es auch. Also so viel geben die sich nichts. Also die 60D selber wäre, glaube ich, auch schon größer. Also die Mittelgröße. Jetzt halten wir es nochmal unten ran. Da sieht man nochmal ein bisschen den Unterschied. Da zum Beispiel. Überhaupt gibt es ja zwischen den Kameras natürlich Unterschied, weil, ich hatte es ja schon erwähnt, die Canon 6D ist eben eine Vollformatkamera. Das bedeutet, sie hat nicht nur 20,2 Megapixel, sondern einen Sensor, der so groß ist, wie früher bei Kleinbild es denn so der Fall war. Das bedeutet auch, dass die Objektive zum Beispiel jetzt nicht mehr umgerechnet werden müssen, nicht mehr mit 1,6-Faktor multiplizieren, sondern eine 50 mm wie hier ist ein 50 mm. So, jetzt gucken wir uns hier auch mal an, was wir bei der Kamera so haben. Hier haben wir zum Beispiel so einen Schalter, können wir umschalten zwischen Fotografie und Video. Dann, ja, die typischen Schnelleinstellmöglichkeiten, ein Drehrad und dann auch noch so ein Kreuzsensor, ein Joystick. Den gibt es hier also nicht, wie bei der 7D. Dann haben wir hier oben noch ein entsprechendes Drehrad, also
typischerweise macht man es mit dem Drehrad und mit dem oberen Drehrad. Und wenn man sich mal nicht verdrehen will, dann kann man das Ganze auch auf Lock stellen, sodass also fest eingestellt ist, was man da gerade eingestellt hat. Dann kann man da natürlich den Autofokus entsprechend einstellen. Mit ein bisschen Fummelei kriegt man auch das Augenteil wieder ab, damit man dann, wenn man Selbstauslöser hat, da den entsprechenden Verdeck davor machen kann. Dann hier sieht man, ja, mit Gewalt wird es wahrscheinlich gehen, aber ohne Gewalt muss man in die Mitte drücken, damit man diesen Wahlschalter umschalten kann, um den entsprechenden Modus auszuwählen. Ansonsten wenig Überraschungen natürlich, nicht? Also das sind so das, was man ja als Fotograf dann auch kennt. Das Objektiv, die 50 mm, was ich da drauf habe, ist natürlich original nicht dabei. Hier vorne noch der Schalter, mit dem man dann mal testen kann, wie denn so mit der Tiefenschärfe es bei dem Bild aussieht. Die können wir aber alle neu konfigurieren, wenn wir wollen. Das werden wir nachher auch einmal kurz tun. Ist nämlich ganz sinnvoll, je nachdem, wie man es denn gerne hätte. So, jetzt schalten wir sie mal ein. Da sehen wir schon, GPS blinkt. Das bedeutet, zurzeit hat er noch kein GPS-Signal, also weiß noch nicht genau, wo er sich befindet. Das liegt auch daran, dass wir uns in der Wohnung befinden. Draußen geht das relativ zügig, ja, 30 Sekunden, 60 Sekunden, dann hat er was. Drin ist es Glückssache bis gar nicht, dass es geht. Hier mit diesem Q-Taste können wir dann wieder Schnelleinstellungen machen. Zum Beispiel hier dann auch einstellen, wenn wir denn mehrere Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungen machen wollen. Hier können wir Weißabgleich, Mehrfeldmodus und so weiter. Also was das Herz begehrt, kann hier entsprechend dann eingestellt werden. Das kennt man aber auch schon von den anderen EOS-Kameras. Ja, hier zum Beispiel sieht man die Belichtungskorrektur. Kann man ja, einen mit minus 3, einen mit plus 3 machen. Das ist bei zum Beispiel der 600D auch nur bis minus 2 und plus 2. Also ein bisschen mehr Varianz hat man da. Gerade für HDR-Fotografie kann das spannend sein, damit also ein bisschen extremer dann auch zu hantieren. Wobei muss man gar nicht unbedingt, weil die Kamera hat da ja so einen eigenen HDR-Modus, den wir uns nachher dann auch nochmal angucken. Hier oben ein paar Sachen können wir auch mit einem Knopf dann einstellen, zum Beispiel die Reihenaufnahme, Einzelbild und so weiter. Das ist dann unter Drive, die ISO, klar, die Taste gibt es aber auch bei den kleineren, können wir entsprechend einstellen, was wir da haben wollen. Auto können wir auch konfigurieren, welchen Bereich er dann wählen soll. Hier sehen wir die Mehrfeldmessung, was wir da einstellen wollen. Und dann haben wir hier noch ein Licht. Ja, nicht nach hinten, oben sehen wir es genau. Da sehen wir dieses kleine Display, kann man dann auch noch beleuchten, wenn man denn im Dunkeln mal unterwegs ist. Alles ganz funktionabel und für jemanden, der mit Canon viel zu tun hat, da ist das wenig überraschend. Dann drücken wir oben drauf, wenn wir auf Kameramodus sind, dann können wir da nämlich den Live-Bildschirm einschalten. Das ist kein Klappbildschirm, wie es einige andere EOS inzwischen haben, sondern einer, der fest verbaut ist. Man muss also wieder mal in die Knie gehen. Auch die Scharfeinstellung ist in diesem Modus dann immer etwas schwieriger und hakeliger, weil er dann versuchen muss, an der optischen, an dem Bild selber das Ganze dann scharf zu stellen. Das dauert ein bisschen länger. Man kann das auch umschalten, sodass er dann kurz mal das Live-Bild wegmacht, dann normal scharf schaltet und danach dann wieder on das Bild dann wieder anzeigt. Ja, aber gut, das kennt man ja auch von anderen Kameras inzwischen schon. Wenn man auf Video geht und dann Start-Stopp drückt, das sahen wir gerade eben auch, dann nimmt er eben ein Video auf. Wenig überraschend. Der Videomodus natürlich HD, also auch das, alles andere wäre, glaube ich, doch sehr, sehr überraschend. Allerdings muss man auch bedenken, es hat keinen Autofokus, die Kamera. Das heißt, eine vollwertige Videokamera für Schnappschüsse ist es nicht. Man muss da schon vorher nachdenken, wie man das denn einstellen will und dann Einstellung für Einstellung machen. Die 650D soll ja schon Autofokus haben. Wie das funktioniert, kann ich allerdings auch nicht sagen. So, jetzt gucken wir uns mal ein paar Einstellungsmöglichkeiten an. Die kann man dann hier mit dem entsprechenden Taste auswählen. Der Canon-Gucker und Kenner sieht natürlich schon vieles, was er so kennt. Hier Bildqualität zum Beispiel einstellen. Schön neu, dass man eben auch RAW und JPEG unterschiedlich einstellen kann, je nachdem, wie man das dann gerne hätte. Ich gebe es zu, auch gern mal ein JPEG-Fotograf, um da nicht zu viel Platz zu verschwenden, also zu viel Platz dafür zu verwenden. Aber das erzählen wir mal lieber nicht weiter, das macht einen gleich zum Amateur. Ja, Bildkorrektur konnte man gerade eben einstellen. Viele, zumindest Canon-Objektive, erkennt er auch, sodass er dann entsprechend Verzerrungen und Ähnliches dann ausrechnen kann. Dann haben wir hier den HDR-Modus. Das ist was Neues. Da können wir ihn also automatisch entsprechend HDR berechnen lassen. Allerdings mit dem Nachteil, dass A, er dann am Endeffekt nur die eine Aufnahme hat, die er dann zusammenrechnet, und das Ganze gibt es auch nur im JPEG.
Also ist nicht so, dass man dann noch die RAWs hat, um das dann zu Hause vielleicht mit stationärer Software nochmal entsprechend dann nachzumachen. Das geht nicht. Wir können es auch noch schneller machen. Es gibt nämlich einen eigenen Modus dafür. Da gehen wir in den besonderen Szene-Modus, SCN. Und da sieht man hier, es gibt HDR-Gegenlicht, den Modus. Und der würde dann das Ganze automatisch machen. Das habe ich auch schon ausprobiert, aber irgendwie ist die Variante mit dem zu Hause das Ganze nochmal neu rechnen lassen, finde ich noch ein bisschen schöner und da hat man auch noch mehr Möglichkeiten, logischerweise. Aber es funktioniert und hat also dann, wenn es dann mal schnell gehen sollte, tatsächlich eine Variante, mit der man da also ein bisschen sicherlich dran rumtantieren kann. Dann sehen wir hier noch die Möglichkeiten der Einstellung, die man dann für die Bildanzeige verwenden kann. Da habe ich immer wenig mit zu schaffen. Ich mache das eh am Rechner. Dann hier noch die entsprechenden direkten Einstellungen. Wann soll sich abschalten zum Beispiel? Hier können wir WLAN aktivieren und da das GPS. Und das hat den Nachteil, dass er dann durchaus ein wenig Strom zieht, selbst dann, wenn er nicht mehr in Funktion ist. Hier sieht man dann, ja, er hat tatsächlich doch sogar in der Wohnung jetzt einen Satelliten entdeckt. Man kann sogar, das ist auch ganz witzig, ihn dazu verwenden, dass er dann einen gesamten Weg, den man läuft, trackt. Also nicht nur, wenn man fotografiert, dann das mit ins Foto, also in die entsprechenden Metadaten reinpackt, die dann von entsprechenden Programmen wie Lightroom dann auch angezeigt werden können. Nein, er kann auch dafür verwendet werden, dass er im Hintergrund alle paar Sekunden einen Wegpunkt aufmarkiert und damit sich dann also losgelöst von den Fotos man dann damit zu Hause nochmal nur gucken kann, was man so gemacht hat. Hier sieht man das WLAN, beziehungsweise die WLAN-Möglichkeiten, zum Beispiel fernsteuern, mit dem Drucker verbinden, mit dem Smartphone verbinden, das Ganze zu einem Webservice hochladen. Das sind alles Möglichkeiten, die mir also diese neue WLAN-Funktion, die ja wirklich ja, eben was Neues auch in diesem Rahmen ist, was die EOS da anbietet, dann also auch ja, hier dann eingestellt werden kann. Wie es funktioniert, sehen wir uns gleich auch nochmal genau an. Und dann können wir uns auch noch so ein paar Dinge ja, sehr individuell einstellen, zum Beispiel eben auch, welche Taste was machen soll. Da kann man wunderbar Fremde dann irritieren, wenn man da neue Funktionen drauf tut oder man macht sich eben selber noch sein Menü. Ja, also für den Individualisten viele Möglichkeiten dabei. Dann eine Funktion, die auch nett ist, nicht, dass man sie immer vermisst hätte, aber die durchaus ein paar reizvolle Möglichkeiten bietet, ist nicht nur, dass man sich ja einiges über die Umgebung gerade angucken kann. Nein, das ist dies hier, die Wasserwaage. Mit Wasser hat es natürlich nichts mehr zu tun, sondern die ist elektronisch, allerdings auch nur horizontal. Vertikal ist da nichts, also ich kann es nicht nach vorne oder hinten kippen, aber immerhin links und rechts sieht man hier. Dann, und wenn es grün ist, dann ist richtig. Nun hält man natürlich die Kamera nicht immer so von sich weg, sondern man kann das Ganze auch so einstellen, dass man das im Sucher sieht. Dazu machen wir jetzt mal eine Tastenänderung. Das wird auch in der Anleitung empfohlen. Nämlich dann nehmen wir mal, welche Tasten nehmen wir denn? Zum Beispiel, ja, die. Nee, die. Genau, nehmen wir die. Das ist nämlich die, die ich eigentlich relativ selten verwende, mit der man die Schärfentiefe mal überprüft. Und da packen wir jetzt die elektronische Wasserwaage im Sucher rein. So, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, das zu erkennen. Jetzt drücken wir vorne auf den Knopf dazu, um das Ding zu aktivieren. Und jetzt sehen wir gleich so, man muss schon genau hingucken im Sucher, da so einen grünen Punkt. Und wenn man nach in die eine Richtung das Ganze dreht, dann wird er länger. Und wenn man ihn in die andere Richtung dreht, dann wird es in die andere Richtung länger. Damit kann man also auch sehen, ob man das Teil jetzt waagerecht hält. Nämlich dann, wenn dieser Punkt da wirklich nur ein Punkt ist. Ansonsten hat man eben irgendwas Schiefes, es sei denn, man will es. Das gibt es ja auch durchaus, wenn man das denn entsprechend technisch dann bei seinen Bildern präsentieren möchte. Und man kann das auch nicht nur da vorne in diesem grünen Punkt undeutlich visualisieren. Nein, wir können es uns auch nochmal hier oben angucken. Da sehen wir das nämlich dann auch nochmal hier. Ja, genau, das sieht man dann nämlich auch im Sucher. Das heißt, man muss das Ding also nicht, die Kamera, nur von sich weghalten. Herzallerliebst kann man stundenlang zuschauen. Hilft natürlich auch auf dem Bau, wenn man mal wieder ein Haus baut, um dann entsprechend dann alles gerade hinzukriegen. Naja, gut, so schalten wir es wieder ab und gucken wir uns ein bisschen was an, was noch so geht. Nämlich zum Beispiel eben das WLAN. Man muss schon ein wenig nah dran sein. Es geht jetzt nicht so durchs ganze Haus, ein paar Meter, aber geht's gut. Das wählen wir jetzt hier mal aus. So, und dann haben wir hier mal was vorbereitet. Das muss man einmal vorher einstellen, das habe ich auch schon getan. Und dann wird nämlich unsere Kamera zum Hotspot, beziehungsweise zu einem eigenen WLAN-Punkt. Den wähle ich jetzt aus. Kaulius, das ist meine Kamera. Ha, witzig, die heißt so wie ich. So ein Zufall. Nun gut, nehmen wir jetzt mal und dann wählen wir hier.
dieses entsprechende EOS Remote. Das gibt es für insbesondere iPhone. Ich glaube, es gibt es auch für Android. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Doch, gibt es definitiv. Da können wir uns jetzt einmal die Fotos angucken, die ich auf dem System drauf habe, auf der Kamera. Das ist schon mal schön, um sie dann mal vielleicht irgendwo zu präsentieren. Insbesondere vielleicht auch mit dem iPad. Wobei man da bedenken muss, dass es eine echte iPad-Applikation noch nicht gibt. Man muss dann die iPhone-Variante mit dem Vergrößern nehmen. Aber hier auf dem iPhone funktioniert es also schon schön. Nur, dass er auch keine Videos anzeigt. Das sehen wir jetzt hier, während ich hier gerade eine Nachricht bekomme. Nun gut, das ja, ist eben live irgendwie gefühlt. Wir können uns auch angucken, wann das Ganze zum Beispiel aufgenommen wurde. Bei Fotos sehen wir dann auch noch die entsprechenden Rahmendaten zu diesem Foto. Ja, wir können das Ganze dann als E-Mail verschicken. Da muss man also dann nicht mit dem iPhone seine eigenen Bilder machen, sondern kann dann die wunderschön mit dem Vollsensor dann gemachten Bilder verschicken. Aber nun gut, das ist vielleicht nett, aber was es eben insbesondere nett macht, das ist dieser Fernauslöser. So, das sehen wir jetzt hier und wenn ich mit der Kamera wackle, sieht man schon, da auf dem Bildschirm passiert auch was. Nämlich, da sehe ich tatsächlich, was da gerade passiert. Und ich kann ihm auch sagen, auf welchen Bereich er denn fokussieren soll. Und dass ich diesen Punkt da unten links habe zum Scharfstellen, das ist leider etwas, das muss man erstmal wissen, nämlich in der Einstellungsmöglichkeit der App, da muss man dieses Ding erstmal aktivieren. Ansonsten hat man nur den großen mittleren Punkt, mit dem kann man dann auslösen nämlich. So, siehst du, dann kann man ein bisschen auswählen und wenn ich jetzt auf den großen drücke, nachdem ich mir erstmal nochmal das Ganze angeguckt habe, ob ich wirklich scharf bin, drücke ich da drauf und wie Sie hören, hören Sie nichts, aber Sie sehen es, dass tatsächlich also hier in diesem Fall dann da ein Foto geschossen wurde. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch schon ein paar Mal jetzt genutzt habe. So lange habe ich die Kamera noch nicht, aber ich kann es gebrauchen. Hier und da mal so bei so einem Fernauslöser weiß man ja nie, stehen wir jetzt alle richtig. Und damit kann man jetzt ganz bequem einfach sich entsprechend drapieren. Dann tut man das Ding eben ein bisschen, also das iPhone ein bisschen weiter runter und drückt dann einfach auf den Auslöser. So praktisch ist das. So, da sehen wir nochmal, also wirklich live das Bild. Und wir können eben auch sogar die Einstellung vornehmen, welche ISO und so weiter. Und können dann sehen, was das Ganze dann in diesem Fall mit sich bringt. So, ja, also finde ich nicht nur eine Spielerei, sondern etwas, was ich zumindest durchaus verwenden kann. Zum Beispiel auch vielleicht ganz nett, wenn man mal so Tiere fotografiert, die ein bisschen allergisch darauf reagieren, wenn da ein Mensch noch hängt. Da kann man sich einfach mal 10 Meter in der freien Natur, geht das ja mit dem WLAN sicherlich, auch mal wegbewegen und dann so ein Fernauslösefoto machen. Genau dann, wenn das Tier eben in die Kamera zum Beispiel reinguckt. Legt man vielleicht noch ins Objektiv was Kleines zum Naschen rein. Herzallerliebst, was da wahrscheinlich dann in nächster Zeit für Fotos auf uns warten. Ja, da sehen wir nochmal das Foto, das ich also gerade eben per Fernauslöser geschossen habe, kann ich mir darüber natürlich dann auch nochmal angucken. So, und dann haben wir natürlich auch noch ein paar Möglichkeiten, hier Sachen aufzumachen. Da haben wir zum Beispiel den SD-Port. Es gibt aber auch nur SD-Karten, die da reinpassen. Sind nicht ein Duo, wie es zum Beispiel die 5D Mark II oder 3 hat, dass man da auch noch was anderes reinpacken kann. Kompaktflash, glaube ich. Dann entsprechend hier sieht man natürlich den Akku. Das Problem ist, dass die Fremdakkus zwar laufen, aber die Batterieanzeige zurzeit nicht funktioniert. Da müssen die Hersteller von Fremdakkus nochmal nacharbeiten, aber aktuell ist es nicht möglich, Fremdakkus so zu verwenden, dass man sieht, wie voll die sind. Das ist dann, dass man sie zur Not dann natürlich verwenden kann, ohne das dann zu sehen. Sie gehen aber eben nicht mit der Anzeige. Sonst muss man eben so 60, 70 Euro für den Originalakku ausgeben. Gut, was bei der Kamera dann natürlich vielleicht auch nicht so ins Gewicht fällt dann mehr. Das sahen wir gerade eben übrigens HDMI-Ausgang und den Audio-Video-Ausgang. Und hier sehen wir noch da oben das Loch. Das ist also der Anschluss für die Möglichkeit, dort einen Fernauslöser anzubringen und unten fürs Mikro, damit man also, wenn man möchte, damit zum Beispiel gerade bei Videos natürlich auch ein externes Mikro nehmen muss und nicht dieses kleine, was denn da eingebaut ist. Das sollte sich eigentlich durchaus dann, ja, sollte man eigentlich so machen. Ich erwähnte ja schon, dass es sich um eine Vollsensorkamera handelt, die den großen Vorteil hat, dass die Lichtausbeute deutlich besser ist. Also da kann man gern und gut ein, zwei Blendenstufen noch variieren, wo andere Kameras schon längst großes Rauschen zeigen. Aber der Nachteil ist, dass auch nicht mehr alle entsprechenden Objektive funktionieren. Das sehen wir hier bei einem Objektiv, das eben für die normalen Digitalkameras gedacht ist, nicht für Vollformat, wo man ja dann 1,6 mal nehmen kann, um dann entsprechend die Brennweite noch zu kriegen. Das ist dann hier so, dass man da praktisch wie durch so ein Loch guckt. Sprich, also das will man nicht und das funktioniert also nicht. Man muss gegebenenfalls, wenn man solche Objektive hat, also in die Tasche greifen, tief und neue kaufen. Und die sind eben auch nicht billiger.
billigen gibt es dafür nicht. Da gucken wir jetzt mal rein. Da, so sieht es aus. Wenn man so eine Kamera offen hat, habe ich immer ungern, könnte ja Staub reinkommen. Aber da sagen wir auch den Spiegel. So, packen wir wieder das Objektiv rauf. Dies 50 mm übrigens ein wunderschönes Objektiv, das dann nochmal wieder mehr Licht rausholt. 1,4er, also da kann man fast noch im Stockdunklen mit fotografieren. So, ich sagte ja noch, dass es ja einige besondere Fähigkeiten noch daneben gibt, zum Beispiel eben diese HDR-Möglichkeit. Jetzt sehen wir uns die nochmal in der Tat mal richtig in der Funktion an und hören mal rein. Nämlich dann, wenn ich hier abdrücke, dann hören wir erstmal, dass ich aus Versehen noch den Selbstauslöser hatte, aber dann, ja, 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 toll. Der Fachmann wundert sich und der Laie staunt. Also in diesem Fall, 3 Fotos werden automatisch geschossen. Das passiert natürlich auch, wenn man ganz normal auf den Auslöser drückt. Und dann berechnet er daraus ein HDR-Foto, sprich also eins mit höherem Dynamikumfang. Er macht 3 Fotos mit unterschiedlichen Belichtungen und berechnet daraus dann eins, das eben entsprechend ja, mehr Dynamikumfang hat. Wobei, ja gut, in diesem Fall jetzt hier bei diesem Test wird das natürlich nichts bringen, weil das hier jetzt mit dem Dynamikumfang in meinem Zimmer, sagen wir mal so, suboptimal ist. Aber tatsächlich in der freien Natur, ich habe es ausprobiert, sieht man das. Aber ich finde, wie gesagt, das sagte ich ja auch schon, mit entsprechenden externer Software zu Hause das Ganze nochmal individuell eingestellt, da gibt es, finde ich, durchaus mehr Möglichkeiten und das Ganze individueller dann auch zu gestalten. Aber es ist eine nette Spielerei, mit der man sicherlich Lust hat, auch noch ein bisschen mehr rumzuexperimentieren und wenn man mal schnell so ein HDR-Foto haben will, das Ganze auch durchaus praktikabel ist. Die Bilder werden dadurch ja nicht unbedingt schlechter. Hier sehen wir noch ein paar andere Möglichkeiten, die wir natürlich bei diesen Standard- oder bei diesen Voreinstellungsprogrammen dann haben. Unter anderem auch noch, das ist auch neu, die Nachtaufnahme ohne Stativ. Da macht er gleich mal 4 Aufnahmen, obwohl ich vielleicht im Dunkeln zittere wie hier und dann abdrücke, macht er 4 Fotos und macht selbst im Dunkeln daraus also ein vermeintlich einigermaßen rauschfreies Bild. Auch das funktioniert deutlich besser, als wenn man es nicht nutzen würde. Aber man erkennt es schon auf den Bildern, dass es eben, ja, je nachdem, was das eben für ein Bild auch war, insbesondere wenn sich da was bewegt, jemand dann da sich prägnant in diesem Bild durchbewegt oder sowas, dass er da Schwierigkeiten bekommt. Aber bei so einem Stillleben, bei Landschaft oder ähnliches, ist das wirklich eine nette Funktion, um daraus also damit wirklich in sehr schlechten Lichtbedingungen noch nette Fotos zu schießen, die vielleicht jetzt nicht für den Verkauf gut geeignet sind, die aber tatsächlich sich zumindest im Netz ganz gut noch anschauen lassen. Zu Hause kann man sie ja dann, wenn man möchte, auch noch ein bisschen entrauschen. Man sieht, ich mache hier mal extra ein bisschen dunkel, damit wir dann auch sehen können, ja gut, ist schwierig sowas in Videobild natürlich darzustellen, aber er macht tatsächlich 4 Bilder. Da hat man es gehört. Wer mitgezählt hat, 4 Stück. Und die berechnet er jetzt also zusammen, sodass also dann im Endeffekt daraus ein möglichst rauscharmes Bild trotz 256.000 ISO dann entstehen soll und das auch tatsächlich tut. Man kann auch Mehrfachbelichtungen machen, auch diese Funktion gibt es zum Beispiel und. Also viel, was man dort gerade bei so einer Kamera noch rumspielen kann, ist ja auch okay. Wenn man schon 1.900 Euro dafür ausgibt, will man ja auch ein bisschen was zum Spielen haben. Wenn man denn damit nicht arbeiten muss, dann will das so sein, finde ich, genau. Was für mich jetzt nicht ganz so der Reiz ist und ich glaube eigentlich bei einer Kamera in dieser Preisregion jetzt auch nur bedingt interessant ist, ist jetzt so eine Kreativautomatik. Da will man, glaube ich, selber dann entsprechend an den Werten selber rumdrehen und nicht jetzt hier also die Kamera rechnen lassen, ob sie den vor, was sie jetzt scharf stellen will, beziehungsweise wie groß die Tiefenschärfe sein soll. Aber gut, muss gestehen, ich habe es auch noch nicht großartig ausprobiert, aber vielleicht ist es ja tatsächlich besser, als wenn ich das machen würde. Da muss man nicht rumprobieren. Okay, ja, also man kann hier also bei diesen Kreativautomatiken ein bisschen was einstellen und dann die Kamera machen lassen. Im Zweifel hat die durchaus auch mal eine ganz gute Idee, was vielleicht jetzt in dieser Situation so eingestellt werden sollte, wenn man denn dieses und jenes Ergebnis haben möchte. Und was auch noch neu ist, zumindest in dieser Kameraregion, ist das, was wir gerade gehört haben, dass, genau, das ist, ich habe es extra mal laut gestellt. Da hören wir es. Das war laut. So laut ist sie nicht. Also eigentlich ist sie schon sehr leise beim Auslösen. Deutlich leiser als meine 600D. Aber wenn man möchte und wenn man denn irgendwo sich befindet, wo es leise sein soll, dann kann man das auch so einstellen, dass sie nämlich noch leiser auslöst. Und das ist tatsächlich immer noch zu hören. Aber es stört auf jeden Fall auf einer
Party nicht so. Man hört nochmal den Unterschied. Das funktioniert übrigens auch bei der Serienbildfunktion, wobei die 6D übrigens ungefähr 4,5 Bilder pro Sekunde schafft. Das ist jetzt für Sportfotografen vielleicht ein bisschen wenig, aber für den Alltag, glaube ich, ganz okay. Ja, das Wichtigste bei der Kritik einer Kamera fehlt ja eigentlich noch, nämlich wie ist eigentlich die Bildqualität? Weil wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, will man natürlich eigentlich auch, dass sich irgendwas verbessert. Weil dazwischen liegen ja immerhin 1.500 Euro. Und ja, die müssen sich ja irgendwie auszahlen. Und es gibt ja die alte Weisheit unter Fotografen, lieber nicht so viel in den Body stecken, sondern viel mehr in das entsprechende Objektiv. Das bringe viel mehr im Endeffekt. Und sicherlich haben die auch alle recht. Wenn ich 1.500 mehr in gute Objektive gesteckt hätte, wahrscheinlich wären meine Bilder doch noch besser und schärfer. Allerdings ist da sicherlich so ein bisschen auch dieses Haben-Wollen dabei und diese Faszination dessen, was hier an neuer Technik dann auch drinsteckt. Zum einen das, was ich ja gerade eben präsentiert habe. Klar, der Fachmann sagt immer, wozu brauche ich solche Spielereien wie GPS oder WLAN oder boah, da kann ich doch sowieso alles mit ganz händischen Sachen viel besser machen. Ich finde sowas toll. Aber das ist einmal die eine Frage, das ist ganz subjektiv und ob das 1.500 Euro mehr wert ist, das ist eine ganz andere Frage. Die Bildqualität ist trotzdem toll und sie ist auch deutlich besser als das, was die hier liefert. Naja, auf hohem Niveau. Also auch mit einer 600D und selbst noch eine Klasse drunter, die machen schon gute Fotos mit guten Objektiven. Da kann man durchaus sogar professionell mit arbeiten. Nur eben, hier habe ich insbesondere noch die Möglichkeit, auch mal mit ISO 3200 oder sogar ISO 6400 zu arbeiten. Sprich also durchaus eine deutlich höhere oder eine deutlich größere Fähigkeit und Möglichkeit zu haben, auch im Dunkeln, naja, zumindest im Dämmerlicht, noch wirklich gute Fotos zu machen. Und das macht Spaß. Also als ich das erste Mal jetzt in den letzten Tagen beim Ausprobieren machen durfte, mal ISO 3.2 oder ISO 6400 und sozusagen im normalen Dämmerlicht gut normale Fotos machen konnte, die auch noch auf dem Bildschirm, zumindest wenn man sie ein bisschen entrauscht, richtig gut aussehen. Klasse. Also das macht Spaß und hat mir die richtige Lust wiedergegeben, hiermit sehr viel neue Sachen auszuprobieren. Die Tests übrigens, ich selber bin jetzt kein Fachmann, was sowas angeht, gucke mir auch nicht jedes Pixel einzeln an, die man so im Netz findet, sagen immerhin, dass sie von der Qualität her durchaus mit der Canon 5D Mark II vergleichbar ist, sogar das Rauschen ein wenig besser sein soll. Das nehme ich mal so hin. Ansonsten habe ich nirgendwo eine Kritik gefunden, die sagt, die Bilder wären nun Mist und wären schlechter als normale Vollformatbilder. Dass die 5D Mark III vielleicht hier und da noch ein Quäntchen mehr hat, auch das ist umstritten, aber könnte vielleicht so sein. Aber das sieht man definitiv nicht mehr. Wobei einer der Hauptkritikpunkte an dieser Kamera mich eigentlich so überhaupt nicht stört, nämlich, dass nur der mittlere ein entsprechend richtig guter Kreuzsensor ist für den Autofokus, die anderen allerdings nicht. Das ist ja der große Vorteil angeblich der 5D Mark III. Aber ich bin sowieso einer von denen, die nur den mittleren benutzen und dann doch verschwenken, auf die Gefahr hin natürlich, dass es, wenn es ganz eng wird mit entsprechenden Blendenzahlen, dass es dann auch mal unscharf werden kann. Das muss man dann eben ein bisschen eintarieren. Bei mir hat es bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert. Deswegen für mich ist das kein Nachteil. Es wäre reine Materialverschwendung, wenn ich denn dann überall diese Kreuzsensoren gehabt hätte. Das rede ich mir jetzt mal so ein. Aber ja, ein Unterschied zwischen den beiden bestimmt besteht auf jeden Fall. Und was ich bei der eben auch noch schön finde, ist, sie ist nicht so viel größer. Eine 5D hat da deutlich mehr auf der Waage und liegt deutlich schwerer in der Hand. Natürlich auf dem entsprechenden Fußballplatz, hätte ich beinahe gesagt, auf dem Fotografenplatz, da macht so ein großes Ding natürlich mehr her. Aber für mich, der sowas auch gern einfach mal regelmäßig im Rucksack dabei hat, auch wenn er nicht so genau weiß, ob jetzt was zu fotografieren gibt oder nicht, ist das hier schon eher ein Segen, weil es näher an dem hier dran ist, an einer kleineren, als wenn ich da so eine schwere 5D Mark III dann mit in den Rucksack reinzwänge. Also für mich ist es tatsächlich, nach dem, was ich so nach den ersten Tests jetzt erlebt habe, die ideale Kamera mit den Möglichkeiten, über die ich mich freue. Und ich freue mich ja auch über die technischen Spielereien da dran. Vielleicht kann man so ein paar Kleinigkeiten bemängeln. Schön wäre, wenn man zum Beispiel über WLAN auch zumindest ein wenig mit Video was machen könnte. Da ist leider nichts entsprechend dabei. Und das Klappdisplay von der 600D, das vermisse ich schon so ein bisschen. Insbesondere, wenn man mal von unten irgendwas fotografieren will, war das schon eine sehr
nette Sache. Und es soll ja durchaus bei der 650D, das habe ich nicht getestet, ja jetzt inzwischen sogar so einen Autofokus geben für Video. Das hat die hier auch noch nicht. Nun gut, irgendwie müssen sie ja noch ein bisschen Platz für die Nachfolger haben. Und für mich aber ist dieses hier auf jeden Fall erstmal ein guter Platz bei mir im entsprechenden Fotografenschrank. Und ich freue mich gleich mal wieder rauszugehen. So, jetzt mal hier noch ein schönes Foto von dieser Situation. Der Autofokus fokussiert perfekt. Wir drücken ab und ja, das war's. Ich muss raus fotografieren. Hab Lust. Vielen Dank und tschüss.